Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Tagebuch, hätte ich meinen schon wieder vergessen zu sagen, Let's Play Tagebuch zu Path of Exile. Ja, in den letzten Folgen haben wir uns jetzt erfolgreich durch Akt 1 und 2 geschlagen, sind jetzt hier Akt 3 angekommen und ich habe auch schon ein bisschen vorausgelevelt jetzt, habe einfach hier in dem Stadtgebiet, das City of Saan, wo wir vorhin angekommen sind, in der letzten Folge am Ende, habe ich jetzt noch ein paar Level gemacht, ging aber auch ziemlich schnell und bin jetzt schon gerade dabei, Docks weiterzumachen. Das ist so das sinnvollste Gebiet, gerade, sagen wir mal, ab Level 27, 28 kann man eigentlich schon Docks gehen, wenn man denn so halbwegs in der Lage ist, Damage dann schon zu machen oder die Items dafür hat, dann passt das auf jeden Fall schon. Und bis 36, 37 tue ich hier eigentlich in der Regel dann immer einfach so lang durchrushen und alles umhauen, bis es halt weitergehen kann mit den Quests und so, dass man ein bisschen überlevelt ist am besten, weil Akt 3 ist da schon ein bisschen gefährlicher, was das alles angeht. Und Docks zeichnen sich halt vor allem wirklich dadurch aus, dass es halbwegs safe ist oder recht safe ist und man muss wirklich die Resis, kann man eigentlich Blitz total ignorieren. Ich habe es jetzt trotzdem und sollte vor allem Feuer- und Kälte-Resis haben. Feuer stört mich gerade sogar ein bisschen, dass ich das noch auf 63 habe, aber es geht trotzdem jetzt noch, weil die Viecher noch Kälte- oder Feuerschaden machen. Also zumindest die normalen Viecher, die da rumrennen. Und man hat auch immer ganz viele, die man da killen kann. Und deswegen geht das von XP gut voran und das würde ich euch dann gerne gleich mal zeigen. Davor würde ich aber gerne noch die Veränderungen. Ich meine, es ist ein Tagebuch und da muss ich jetzt so ein bisschen euch auf dem aktuellen Stand halten, was sich jetzt noch so getan hat. Skillung ist schnell erzählt, ich habe nur einen Punkt in 30 Int reingehauen, den werde ich später aber wieder wegnehmen, das ist nur provisorisch, ich werde das dann wieder respecken, habe das jetzt noch reingehauen, damit wir Clarity, diese Mana-Regenerations-Aura immer verwenden können erstmal, bis ich das dann durch Items bekomme und so weiter. Und ich habe den Kreis des Lebens noch erweitert, so dass wir jetzt immerhin schon 1322 Leben haben. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, wir brauchen aber für Dominus, um den dann zu killen, also wirklich den absoluten Endboss von Akt 3, beziehungsweise wirklich von dem Spiel, hätte ich gerne so 1700, 1800 Leben, da würde ich mich besser fühlen. Ansonsten habe ich die Items noch ein bisschen ausgetauscht, ich zeige es mal eben, ich habe mir einen neuen Hammer geholt, 134 bis 202 Damage, habe auch schon die Qualität erhöht und habe für ein Chaos habe ich mir den geholt. Ist ein ganz solides Ding auf jeden Fall. Also damit kann ich jetzt bis Level 40 auf jeden Fall durchziehen, vielleicht sogar noch ein paar Level mehr, bis ich dann in der Truhe habe ich dann wieder ein paar bessere Waffen, ab Level 40 dann. Und besonders wichtig, die Items sind zwar jetzt nicht toll, aber ich habe jetzt bin jetzt endlich in der Lage, zweimal vier verknüpfte rote Sockel zu haben, so dass ich einerseits Infernal Plow jetzt noch verbessern konnte. Wir hatten ja das Midisplay und das Multistrike ist natürlich nach wie vor drinne. Und ich sehe, ich muss dann unbedingt auch mal auf Dex gehen. Aber wir kriegen dann durch passive Skills auf jeden Fall noch Dex, damit ich dann die Gems weiter skillen kann. Habe ich jetzt noch Added Fire Damage reingehauen. Ich zeige das mal eben, was das ausmacht. So, mit Added Fire Damage haben wir ein DPS von 680, wenn ich es rausnehme von 570. Das macht wirklich schon viel aus. Ich werde das später aber dann auch austauschen mit Added Melee Physical Damage. Der tut also quasi nur den physischen Schaden erhöhen. Macht aber mehr aus als Added Fire Damage. Das so nebenbei, ja, das geht dann erst mit einem höheren Level. Und dann noch Leap Slam. Kann ich nur ganz schnell erklären. Das ist nämlich auch noch ziemlich wichtig für das Bild letztendlich. Leap Slam haben wir hier drinne, dann habe ich Stun drinne, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Leap Slam die Gegner stunnen können. Dann noch Added Fire Damage für mehr Schaden, aber was besonders wichtig ist, ist Endurance Charge und on Melee Stun. Soll heißen, sobald wir einen Gegner stunnen, ich glaube, besteht eine Wahrscheinlichkeit oder ist immer so, auf jeden Fall immer, wenn wir einen Gegner stunnen, kriegen wir in der Regel einen Endurance Charge dazu. Also das ist ja durch diesen Kriegsschrei, was ich mal erzählt hatte, mit physischer Schadenreduktion und so weiter. Und dann noch mit dem Warlord's Mark, wenn das auf die Gegner wirkt und wodurch ja auch, wenn wir einen Gegner töten, wir einen Endurance Charge dazu bekommen. Und jetzt hier mit Leap Slam ist es an sich ziemlich easy, diese Endurance Charges oben zu halten, weil die halten ja immer nur 10 Sekunden, wenn man die nicht neu aktiviert, ohne ständig diesen Skill aktivieren zu müssen. Das ist halt sehr viel angenehmer dann zu spielen und macht sehr viel Sinn, das bei Leap Slam dann noch mit einzubauen, weil man das ja auch oft benutzt, um dann von Gegnerhorde zu Gegnerhorde zu springen und so. Ja gut, das war an sich schon alles gewesen. War ja schon wieder recht lange Einleitung, aber gut, ich will euch ja wie gesagt auf dem aktuellen Stand halten. Dann zeige ich euch mal die Docks. Übrigens für die, die dann vielleicht nicht direkt einen Bekannten da haben, der dem dann den Wegpunkt zu Docks geben kann, weil dahin laufen kann man halt vergessen. Man muss sich den wirklich direkt holen, den Wegpunkt, über einen Kollegen oder so. Beziehungsweise kann man noch einfach hier Notizboard gehen und hier sind an sich immer Gruppen, die gerade Docks farmen. Hier zum Beispiel ist gerade eine, kann man einfach joinen. Und dann sind hier die Wegpunkte zu The Docks und von den Leuten. Und dann kann man sich den Wegpunkt dort einfach selber abholen. Aber gut, geht mal wieder raus aus der Gruppe. Ich spiele dann schon doch immer lieber alleine.
Also zumindest spiele ich nicht so gerne Public Party mit Leuten zusammen, die man kennt. Das ist natürlich cool. Noch cooler als alleine, aber jetzt so mit random Leuten und so. Da dauert es manchmal auch ein bisschen lange, finde ich zumindest. Und es hat aber trotzdem Vorteile, in Gruppen zu spielen, weil man einfach seltener stirbt letztendlich. Weil die Gegner natürlich nicht immer noch auf einen selbst fixiert sind. Aber mit einer gewissen Ausrüstung und so geht es auf jeden Fall allein in der Regel schneller, finde ich zumindest. Gut, legen wir los. Wir sind jetzt hier Docks und wie gesagt, wir haben jetzt hier viele Viecher. Wir müssen aber jetzt trotzdem ein bisschen aufpassen, weil das Gebiet ist Level 32 und ich bin Level 29 und wo man besonders aufpassen muss, werde ich dann gleich zeigen, sind solche komischen Hunde. Man sieht schon, das geht jetzt hier schon gut von Hand auf jeden Fall und das geht auf jeden Fall dann noch schneller, wenn ich die Viecher dann noch ein bisschen sammle und so. Diese Hunde hier muss man aufpassen, die machen Feuerschaden, auch wenn es immer ein bisschen wie Kälte aussieht. Und wenn da so 3-4 Stück sind und diesen komischen, ja wie soll ich denn das nennen, diesen Feuerschleier, der wie Eisschaden aussieht, wenn die das machen, da muss man aufpassen, wenn das mehrere sind, weil das kann dann schon böse reinhauen. Gerade wenn das irgendwie blaue Viecher sind oder gelbe oder so, dann kann das sehr schnell sehr, sehr eklig werden auf jeden Fall. Und da bin ich auch schon mal dran verreckt. Und da sind schon einige dran verreckt. So, das ist so das Einzige, worauf man achten muss bei den Docks. Ansonsten sind die eigentlich recht easy zu farmen. Man sieht schon, das platzt hier wunderbar und wenn man dann mal auf den XP-Balken guckt, jetzt sind wir bei 62%. Das wird jetzt nicht lange dauern, bis wir da 100% haben. So, die kann ich sogar ignorieren. Wir versuchen jetzt wirklich mal eine größere Horde zu bekommen. Das sieht doch ganz gut aus. So, bam. Und jetzt kriegt man da so mal ein bisschen noch mehr mit dem Infernal Plow und dem Midi-Splash und so. Was das wirklich für Auswirkungen hat hier. So, das sind blaue, die dauern natürlich ein bisschen länger. Und ich muss mir jetzt auch erstmal wieder angewöhnen. Ich habe mir extra noch einen Trank geholt hier, diesen. Granit Flask sorgt dafür, dass wenn der aktiv ist, dass wir plus 3000 Rüstung bekommen und tut dementsprechend dann unsere physischen Schaden, den wir kassieren, extrem reduzieren. Also da werde ich dann später, ganz am Ende dann vielleicht mit Level 70 oder so, dann definitiv auch zwei Dinger davon drin haben, dass ich das wirklich mal oben halten kann. Die kann man dann auch noch ein bisschen verzaubern natürlich und kann dann auch die Wirkung nochmal erhöhen, wie viel Rüstung wir bekommen, beziehungsweise wie schnell sich das Ding auflädt und so weiter. Ich kann das ja mal eben zeigen. Defense, momentan haben wir 293 Rüstung und 30% Reduktion. Wenn ich jetzt den Trank aktiviere, bam, jetzt macht das noch übelst viel aus. 83% Reduktion plötzlich, wenn das aktiv ist. Hält natürlich nicht so lange, aber immerhin 4,3 Sekunden, was schon mal ganz nett ist. Von daher kann man übrigens auch die Qualität erhöhen. Und ich glaube, da erhöht sich dann einfach nur die Dauer, wie lange der Trank aktiv ist und so weiter. Sollte ich dann auch mal bei Movement Speed irgendwann noch mit draufhauen, auf jeden Fall. So, hier haben wir jetzt richtig viele. Jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen. Aber wird schon gehen. Und sieht das Platz jetzt hier wunderbar. Und dann geht auch der XP-Balken wunderbar nach oben. Und ich werde jetzt hier nicht die ganze Folge hier farmen, Leute, wie gesagt. Ich wollte das euch einfach nochmal zeigen. Werde jetzt den Run hier auf jeden Fall noch zu Ende machen. Und dann wird aber ein Cut gesetzt. Und dann mache ich dann bis Level 36 oder so. Oder 37. Und werde dann erst wieder die Aufnahme starten. Beziehungsweise die Aufnahme lasse ich ja sogar weiterlaufen, aber höchstwahrscheinlich, wenn nichts Interessantes passiert und ich nicht sterben sollte, werde ich da einfach einen Cut setzen und mache es dann wieder an, wenn es mit den Questen dann weitergeht. Also gerade Pity ist ganz lustig, so als Endboss. Das ist so ziemlich lange der Hauptendboss vom Spiel gewesen. Und später haben die dann aber noch den Dominus hinzugefügt und der ist auch wirklich mit Abstand schwerer und auch sehr viel cooler gemacht, auch von der Inszenierung und allem drum und dran. So, na gut, dann versuchen wir mal wieder ein bisschen die zu sammeln. Und ich habe gerade wieder hier Temporal Chains als Fluch. Das merkt man, wie langsam ich plötzlich bin. Das ist super assi immer. Da laufe ich langsamer, hau langsamer zu. So, deswegen kill ich ihn gut. Jetzt müsste der Fluch eigentlich gleich wieder weggehen. Sehr nice. Und man sieht schon, ich habe schon wieder 10% gemacht. Und ich spiele gerade nicht wirklich schnell. Also, wenn ich nicht so viel quatschen würde, dann würde das alles noch ein bisschen schneller gehen. Aber ich meine, bislang hat es ja ganz gut funktioniert auch mit dem Gerede und so. Und so extrem langsam war ich jetzt auch nicht. Also, habe auch schon mal länger gebraucht, um Akt 3 zu kommen. Aber das liegt aber unter anderem natürlich auch daran, dass ich jetzt über die Zeit
natürlich dann auch jetzt schon ein bisschen routinierter bin, was das Spiel angeht. So gut, man kann bestimmt hier noch die ein oder andere Ecke absuchen. Also das Gebiet ist an sich noch ein bisschen größer, aber das ist mir dann immer zu blöd, dann irgendwie noch 1000 Minuten nach irgendwelchen Gebieten zu suchen bei The Dogs, wo ich noch nicht war. Man kann jetzt einfach Wegpunkt gehen, drückt String, also hält man gedrückt, geht auf das Gebiet, wo man hin will und kann jetzt hier eine neue Instanz einfach starten. Ansonsten müsste man jetzt irgendwie 20 Minuten warten, bis die resettet wird und schon habe ich aber eine neue. Ja, ich nehme noch auf heute. Moment, ich muss mal eben ganz schnell zurückschreiben. Ich würde mal noch einen Run mit euch machen und dann würde ich auch, wie gesagt, den Cut ansetzen. So, einen Run machen wir jetzt noch schnell, einfach weil ich es lustig finde. Ich kann noch schon wieder skillen, das machen wir dann später. Dann springen wir erstmal hier rein. So. Und hier muss man sieht das auch, die hauen wirklich rein. Also jetzt war es nicht so viel gewesen, aber wie gesagt, wenn da irgendwie 5 Stück auf einmal sind und man steht irgendwie blöd und wird automatisch von allen getroffen und dann kann das ganz schnell unten gehen und noch schlimmer ist es, wenn die Viecher blau sind oder so. Oder gelb am besten noch, aber blau kann es auch mal schnell passieren, da machen die ja in der Regel sehr viel mehr Schaden. Und wenn die dann zum Beispiel noch einen Bonus haben, dass der Feuer irgendwie kritisch wirkt oder so, da kann das auch ganz, ganz schnell down gehen. Also da muss man auch wirklich gucken. Und gerade bei Plauen und so auch vielleicht mal schauen, wenn man jetzt gerade neu in The Dogs ist und vom Level noch nicht so hoch, was denn die für Eigenschaften haben, weil da gibt es schon böse Kombis, wo man vielleicht dann doch lieber sagen sollte, okay, die lasse ich in Ruhe oder ich passe ein bisschen mehr auf. Weil man ist natürlich nicht immer 100% komplett konzentriert und so die ganze Zeit. So. Macht doch gar keinen Sinn, weil in der Regel sollte es ja so sein auf Nemesis, wenn man das spielt, dass man das Easy Doing alles durchknallt. Und man wirklich selbstsicher alles umhauen kann. Ab dem Moment, wo man sehr konzentriert sein muss und da wirklich Angst haben muss, dass es immer knapp ist und so, dann sollte man auf jeden Fall ein Gebiet wieder zurückgehen und das auch später verschieben dann. Das ist auch so eine Grundsatzregel. Man muss geduldig sein, wenn man Nemesis spielt. Weil einmal Toten, das war es halt gewesen dann. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten und auch mir dann zum Verhängnis wird, wenn man ungeduldig wird. Oder irgendeiner Form arrogant oder so. Und ich habe keine Mana mehr, jetzt habe ich wieder Mana. Also da muss ich auf jeden Fall, das wird aber später noch dazu kommen, dass meine Mana-Regenerationsrate, das werde ich auch über passive Skills machen und so, sich dann auf jeden Fall noch weiter erhöht. Das definitiv, das werde ich auch durch Items noch machen. Dann habe ich ein ziemlich geiles Amulett, wo auch mich schon viele angeschrieben haben, ob sie mir das abkaufen können. Was ich vielleicht auch für den Marauder verwenden werde. Das ist aber, das Ding ist auf jeden Fall 25 Chaos wert, wenn nicht sogar noch mehr. Das hatte ich mit meinem Shadow mal gefunden. Das kann ich euch ja bei Gelegenheit mal zeigen. Oder ich zeig's euch am Ende von dem Run. Am besten einfach. Dann nehme ich das jetzt hier so als kleine Zwischenfolge. Und zeige euch dann noch am Ende dieses Amulett. Und nächste Folge geht es dann sozusagen direkt weiter mit den Questen. Aber das ist ein wichtiger Part letztendlich, das mit dem Farmen und mit dem Grinden. Und ich halte den ja dann jetzt wirklich schon kurz, also das werde ich euch dann in der Form nicht nochmal zeigen. Aber man muss es halt häufig machen, also Dogs wird man sich sehr oft aufhalten. Es gibt aber auch noch andere Gebiete in Akt 3, die da geeignet sind. Ich glaube Katakomben heißt das, ist noch ein gutes Gebiet, da sind die Viecher halt ein bisschen höher, da kann man halt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, zumindest ab cool macht es halt Sinn, wenn ein Dock zu niedrig ist, man aber noch nicht Lust hat, irgendwie auf Merciless zu gehen, kann man Katakomben noch ganz gut grinden. Genauso wie das Gebiet vor Pity, also der Weg zu Pity, sind die Packs auch sehr, sehr ertragreich, sage ich mal. Ist ein bisschen gefährlicher als Docks. Muss man also auch ein bisschen höher sein. Aber wenn man dann dafür ausgerüstet ist und das Level hat, kann man da auf jeden Fall erstens mehr Items farmen und auch die Viecher schneller umhauen, beziehungsweise mehr XP einfach sammeln. So rum. Und am Ende auch Pity killen. Und Pity droppt ja auch immer sehr viel. Und deswegen sind auch gerade Pity Runs sind sehr, sehr beliebt. Das ist so ein bisschen dieses, was man auch aus Diablo kennt, dann immer wieder diesen gleichen Boss farmen und so. Was aber hier nicht notwendig ist, gerade was Endgame angeht und so. Und das Endgame, das werde ich euch ja auch irgendwann nochmal zeigen. Und das habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gesagt. Das ist ja wirklich komplett anders als bei Diablo. Also Diablo 3 als auch 2. Und auch 10 Millionen mal abwechslungsreicher und cooler gemacht. Aber ich will jetzt ja nicht alles auf einmal erzählen. So, wir gucken, hier müsste es aber irgendwo noch lang gehen. Den Run mache ich jetzt mal noch zu Ende. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch ein Level, aber ich glaube ja fast nicht. Oder war es das wirklich schon gewesen? Hier geht's noch weiter, oder? Weil wenn wir nach oben gehen, dann kommen wir zum Durchgang zu Battlefront.
Ich glaube, hier unten geht es wahrscheinlich noch weiter. Ich gucke nochmal schnell. Jetzt habe ich auch gesehen, den falschen Drang aktiviert, aber egal. Ich habe wieder irgendwo eine Abzweigung verpasst, so wie es aussieht, aber egal. Ne, hier kann ich noch langkommen, den Run machen. Ach nee, scheiß drauf, mache ich jetzt nicht zu Ende. Ist ja dann doch ein bisschen eintönig. So, dann werde ich an dieser Stelle noch nicht Schluss machen, weil wir nehmen erstmal ein Portal. Und gehen wir mal meine Truhe, jetzt habe ich jetzt mal ganz kurz das Amulett. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich verwenden werde, weil ich da über ein Attribut mir noch unsicher bin. Und zwar dieses Ding hier. 15% Magic Find, was erstmal sehr, sehr cool ist. Magic Find wird man dann später, gerade auf Merciless im Endgame, dann drauf achten, wie halt bei, auch bei Diablo, dass man halt da wirklich mehr magische Items findet. Das plus 10 Int kann man fast ignorieren, bringt mir aber auch was, weil ich Int auch später auf 100 ungefähr haben möchte, um meine ganzen Skillgames ordentlich nutzen zu können. 72 Leben ist ja nice und 15 zu 1 Resistenzen auch sehr gut und was richtig geil ist und was das Ding dann auch wirklich wertvoll macht. Nochmal dazu, 2% von den physischen Attacken ist Mana Leech und das ist halt richtig Hammer und das brauche ich auf jeden Fall dann auch. Wo ich mir noch unsicher bin und weswegen ich mir die Frage stelle, ob ich das später dann für meinen Marauder auch verwenden will, beziehungsweise ob ich es dann voll ausnutzen kann, ist das mit dem 14% Increased Evasion Rate. Das Ding halt auch nochmal noch wertvoller, auf jeden Fall. Evasion Rating ist quasi wie Armor, nur Evasion Rating sorgt halt für Ausweichen. Ich werde aber später skillen, dass aus Evasion Rating Armor wird, sozusagen. Ich habe momentan, habe ich zum Beispiel Evasion Rating 192 und dann später skill ich halt, dass es zu Armor wird und dann wird das quasi hier mit drauf gerechnet und hier weggenommen. Und dann muss ich mal gucken, ob sich das mit dem Amulett rechnet und lohnt, ob ich das voll ausnutzen kann. Weil das mit dem 14%, das ist an sich schon ziemlich geil. Die Frage ist nur, ob es nicht andere Builds gibt, wo das sehr viel mehr bringt. Wisst ihr, so meine ich das halt. Muss ich mir nur überlegen, aber das Ding ist auf jeden Fall sehr viel wert. Also einer hat mir dafür schon 25.000 ausgeboten oder so. Also ein Exalt sozusagen. Und ich habe ja schon mal gemeint, für ein Exalt, da kann man sich schon ein sehr gutes Endgame-Item holen letztendlich. Wenn man ein bisschen guckt. Aber gut, Leute, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. War jetzt einfach mal so eine kleine Spezialfolge, wie man denn grindet am besten dann in Akt 3. Und Akt 3 wird man sich wirklich mal am längsten aufhalten. Und was ich jetzt erzählt hatte mit Docks und dann kann man auch Katakomben machen. Katakomben sind hier irgendwo dann, aber auch egal. Oder mit Pity Runs, das ist so die Vorgehensweise, die man auch dann in Cruel als auch in Merciless dann erstmal angeht. Bevor es dann weitergeht mit dem Endgame. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr dann noch nächste Folge dabei seid. Nächste Folge wird es sehr wahrscheinlich dann direkt losgehen mit dem Questen, beziehungsweise, dass wir dann Akt 3 durchnehmen und die gute Pidi. Außer es sollte jetzt noch irgendwas passieren, also ich werde es einfach weiter aufnehmen und ja, wenn ich sterbe, dann wird das halt gezeigt und das war's dann. Mal gucken. Werden wir sehen. Also, bis dahin, macht's gut, Leute. Tschö. Thank you.